Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Oxygen Not Included. Wir haben Zyklus 409. Ja, und ja, die letzte Folge musste leider ausfallen. Ich habe absolut keine Zeit zum Aufnehmen gehabt. Auch heute bin ich so ein bisschen, ein bisschen knapp sozusagen, weil noch einige private Termine anliegen und noch anliegen werden in nächster Zeit. Also kann es auch sein, dass bei den anderen Projekten und auch bei Oxygen Not Included so ein bisschen holprig läuft, was die Regelmäßigkeit der Folgen angeht. Nur mal, ne? Und ich habe ja nun auch die ganzen Kommentare gelesen, die ihr im Oxygen geschrieben habt und die ganzen Tipps vor allem. Das stand ja wirklich kilometerweit, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es standen auf jeden Fall schweineviele Tipps da, was man machen kann, was Ernährung angeht, Pflanzen, dass man sich ein bisschen mehr mit der Bibliothek hier, also mit der Datenbank, ein bisschen mehr befasst. Ja, würde ich super gerne, möchte ich auch und will ich auch, nur eins nach dem anderen. Ich habe wirklich so viel um die Ohren momentan. Dass es einfach momentan ein bisschen holprig ist. Also verzeiht es mir, wenn hier nicht alles optimal läuft. Aber ich versuche mich da so ein bisschen durchzuwursteln. Auch hier werde ich jetzt heute nicht, glaube ich, nicht so viel von euren Tipps umsetzen können. Weil das sind, glaube ich, auch so Sachen, mit denen wir uns ein bisschen länger beschäftigen müssen. Vor allem auch was eine Basiskühlung angeht. Dann hier dieses Anti-Entropie-Gedöns. Das werde ich nochmal freilegen. Aber auch das müssen wir nachher mit Wasserstoff betanken und das sollen wir nachher oder das soll ich nachher am besten zur Kühlung der Basis benutzen und so weiter und so fort. Aber das braucht alles Zeit. Genauso wie hier diverse Bäume anpflanzen, um dann nachher wieder Tiere dort unterzubringen, mit die wiederum die Samen dafür ausgraben und die dann wieder Eier legen, deren Eier wir wieder zu Omelettes wieder machen können und so weiter und so fort. Also wir haben da wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten und wir werden das auch sicherlich noch alles umsetzen. Nur brauche ich dafür ein bisschen Zeit und da habe ich eben halt momentan eben nicht so die Zeit vorzuspielen, sonst hätte ich gesagt, komm, ich spiele jetzt vielleicht mal 2-3 Stunden jetzt einfach so für mich und nehme dann erst auf, aber das fällt momentan leider ein bisschen flach. So, habe ich hier eigentlich irgendwas Neues gemacht in der Zwischenzeit? Ich glaube nicht. Da sind wir ordentlich runter jetzt. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal 700.000 Kalorien, glaube ich. So. Hier bin ich immer noch am Luft reinpumpen, beziehungsweise hier bin ich am Luft reinpumpen. Hier sieht das ja auch ganz super aus, wenn man hier mal so reinguckt. Da, ja gut, was heißt super? Hier war das dann auch mal türkis. Jetzt geht das wieder so ein bisschen mehr ins Lila über, so wie hier. Da ist wieder ein bisschen weniger Sauerstoff drin. Hier ist auch nicht so viel. Also so geil sieht das natürlich nicht aus, zugegeben. Vor allem auch hier mit dem Kohlendioxid, das müssen wir natürlich alles runterdrücken. Das kriegen wir natürlich erst dann runtergedrückt, wenn wir auch entsprechend hier Sauerstoff produziert haben. Wie sieht das überhaupt hier aus? Hier habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Wir pumpen zwar ordentlich Sauerstoff rein, das müssen wir auch noch mal irgendwie ein bisschen umbauen, ein bisschen optimaler machen, dass wir dann vielleicht von zwei Seiten aus einspeisen. Dass wir sonst vielleicht zwei Lufttanks nehmen für hier oben und einen Lufttank für die anderen Luftauslässe, damit wir ein bisschen mehr Sauerstoffdurchsatz haben. Das gefällt mir so noch nicht. Naja, und dann hatte ich das dann eben halt hier so gebaut, dass wir hier Kohlendioxid noch wegpumpen können. Hier unten ist mittlerweile auch so ein Luftreiniger, damit wir hier das Kohlendioxid von hier unten einmal hier nach, also hier nach unten kriegen. Deswegen hatte ich den hier gesetzt. Hier nach hinten gesetzt, damit das Kohlendioxid hier nach unten sacken kann, damit wir es hier wiederum wegfiltern können. Ich frage mich jetzt gerade nur, warum der repariert werden soll. Verbraucht Wasser, erzeugt keine auftragenden Eigenschaften. Ach so, wegen dem verschmutzten Wasser. Wo kommt das verschmutzte Wasser denn bitte her? Das kommt hier raus. Ach so, das war hier noch in den Tanks mit drin wahrscheinlich. Hier. Das ist da irgendwie mit durchgeflutscht. Okay, das scheint aber eine... Ja, das scheint eine Ausnahme zu sein. Ja gut, dann lassen wir das mal so. Ein paar Tröpfchen sind irgendwie anscheinend mal durchgekommen. Ja, ist dann halt so. Was haben wir hier? Kein Flüssigkeitsausgang. Ach so, das müssten wir eigentlich auch nochmal setzen. Wo kriegt er sein Wasser her? Von hier? Ja, kriegt er natürlich auch von hier. Von den Wassertanks hier oben. Deswegen sind wir nämlich hier auch auf die Hälfte runter. Also da müssen wir wieder mal ein bisschen Wasser reinkriegen. Beziehungsweise hier müssen wir Wasser reinkriegen. Ihr seht, wir haben ja kaum Reserve. Weil...
Ja, gut, weil wir natürlich jetzt alles über den Bypass rüberschrubben. Na, das ist das Problem bei dem Wasser, was wir hier haben. Er kriegt natürlich Schmutzwasser jetzt von hier unten. Hauptsächlich. Na, Schmutzwasser von hier unten. Und da ist natürlich das Problem, da hier so viele Kleinigkeiten, so viele kleinere Mengen durchgehen, löst er natürlich dann immer wieder diesen Kontrollpunkt hier aus. Dementsprechend schaltet er oft den Bypass ein. Und wenn er den Bypass einschaltet, dann leitet das Wasser natürlich einmal an diesen Tanks vorbei. Also wir kriegen da kein Wasser mehr rein. Das heißt, auch das müssen wir mal irgendwie mal ein bisschen umswitchen, damit wir hier die Tanks wieder voll kriegen. Wir haben ja noch kein Problem. Wir haben ja noch anderthalb Wassertanks ja noch voll mit in Anführungszeichen, frischem Wasser. Also haben wir da an sich noch kein Wasserproblem, aber wir können irgendwann Wasserproblem bekommen. Bevor wir es bekommen, ja, sollten wir da auch mal ein bisschen gegensteuern. Was habe ich erforscht? Dampfturbine und Solarmodul. Woodburner. So. Und wir brauchen, ihr seht es hier, wir brauchen hier auch noch Flüssigkeit. 60.000 Keime. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall Flüssigkeit. Ich wollte die Pumpe erstmal dahin bauen. Also die Pumpe da wegbauen, hier reinbauen. Damit wir hier ein bisschen versorgen können, weil aus dem Tank holen wir das Wasser, nämlich für die Luftproduktion. Okay. Also da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal was machen. Ich würde sagen, das fixen wir mal kurz. Kurz auf Pause. Und dann zerlegen wir mal die Stromkabel. Ach guck mal, hier haben wir ja auch die eine Pumpe. Okay, dann können wir die Pumpe ja auch wegbauen. Dann können wir beide Pumpen wegbauen. Das ist ja schon mal ganz nice. Können wir hier mal ein bisschen aufräumen, den ganzen Laden. So, das natürlich auch zerlegen. Und dann brauchen wir natürlich noch Rohrleitungen. Ja, die bauen wir auch mal ab. Zack. Und dann können wir das hier eigentlich hier rübersetzen. Die kommen da ja rüber, die Dupes, ne? Die sollten da rüberkommen. Ne, aber das machen wir anders. Zack. Oh, abbrechen. So. Darüber. Oh Gott. So, und dann bauen wir nämlich da eine Pumpe rein. Sanitär. Pumpe. So, dann pumpen wir das da rein. Dann kommen wir nämlich da rüben hin. Ja, gut, okay, alles klar. Okay. Darüber, darüber und da rein. Und dann können wir nämlich das abbauen. So, Strom. Ja, können wir das mal abbauen? Kabel. Nehmen wir mal das Eisen. Das darüber, darüber. Und damit drauf. So. So, da können wir nämlich dann erstmal das Wasser nutzen. Ja, was ich hier unten noch gemacht hatte, ich weiß jetzt gar nicht, was ich beim letzten Mal schon gezeigt habe. Ja, ihr seht hier, Sauergas habe ich jetzt hier, das kommt durch das Öl, was wir hier gefördert haben. Jetzt haben wir das schon so einigermaßen hier so ein bisschen runtergepumpt. Ich habe hier ein Wasserbassin gebaut. Und da haben wir verschmutztes Wasser drin. Und Wasser, das was hier, was ihr hier seht, das habe ich da weggefiltert. Also ich habe hier einen Wasserfilter reingebaut. Genau genommen ist es eigentlich eher ein Ölfilter, weil er Öl eigentlich rauspumpen soll. Er hat Öl halt hier reingepumpt. Rohöl ist also hier drin und habe dann das, was überbleibt, also Wasser und Schmutzwasser, das habe ich hier halt hier in diesen provisorischen Tank reingesetzt, damit das Wasser hier mal wegkommt. Und hier werde ich natürlich das Öl auch entsprechend abbauen. Abfördern. So, das können wir dann auch mal weg, wischi, wischi. Ist nur die Frage, ob wir das... Ich glaube, ich werde mich hier einfach mal runterbuddeln. Mal Gau.
Ah, wir haben natürlich 90 Grad Temperatur, ne? Das ist natürlich, also fast 100 Grad sogar. Kohlendioxid, hochkonzentriert natürlich. Ja, vor allem müssen sie hier durch das Sauergas. Das ist auch nicht so wirklich schön. Ich weiß es allerdings nicht. Es ist natürlich nicht atembares Gas. Hochmassiv rot, also hier können sie natürlich gar nicht atmen. Ja, da müssen wir mal sehen, dass wir das auch mal... Ich weiß nicht, womit wir, ob wir Sauergas, ob wir das noch irgendwie nutzen können. Ob Sauergas, ob das ein Gas ist, was wir brauchen können oder nicht. Sieht mir nämlich so ein bisschen nach Wasserstoff aus. Sauergas. Sonst könnte man das vielleicht sonst so machen, dass wir hier noch die ganzen Gase hier vielleicht mal abpumpen. Wenn wir so minus 23 Grad. Kohlendioxid. Haben wir hier eigentlich Strom auf der Ecke? Ja klar, müssen wir ja wegen der Pumpe. Wo sind wir da rangegangen? An die sind wir rangegangen. Ah. Sonst würde ich doch mal sagen, lass uns doch hier noch ein paar Gascontainer bauen. Würde ich fast sagen. Filter. Im Prinzip. Ja, Sauergas und Kohlendioxid müsste ich einen rauspumpen. Muss ich sogar zwei in Folge bauen. So. Ja, das Eisen macht mir so ein bisschen zu schaffen. Metallerz. 26 Tonnen. Ja, da haben wir Wolframit 9 Tonnen, Eisenerz 9 Tonnen, Goldamagan 6 Tonnen, Kupfererz 1,5 Tonnen. Das ist natürlich ein Keks. 3 Tonnen Blei. Gold veredelt, 2880 Kilo an Kupfer. Veredelte Metalle. Ja, da werden wir wahrscheinlich ein Eisenproblem irgendwann kriegen. Gut, wenn wir natürlich hier irgendwo noch was abbauen. Da hier ist überall ja noch ein bisschen Eisen drin. Wenn wir mal gucken, hier ist, müsste Goldamagan sein. Ja, hier ist Goldamagan. Hier ist noch Wolframit, da können wir noch ein bisschen was machen. Aber so Kupfer sieht natürlich schwierig. Ah gut, was heißt schwierig aus? Hier haben wir auch noch Kupfer da. Also ein bisschen was können wir da noch fördern, das ist nicht so das Problem. So. Dann machen wir den ersten sonst mal mit diesem Sauergas und im zweiten mit Kohlendioxid. Oder alles andere, was da unten denn noch so kommt. Ja gut, das ist Mischmasch, ne? Ich glaube, ich werde den Mischmasch mal hier erstmal reindonnern. Da baue ich sonst gleich mal noch einen zweiten zu. Und das filtern wir sonst mal so weg. Das nutzt erstmal nichts. Damit wir erstmal den... Lass es mal so ein bisschen leer kriegen hier. So. So, dann machen wir hier Sauergas sonst rein und bei den anderen beiden so ein bisschen Mischgas, was wir dann da eben als über haben. So, das da rein. Ist mal schön alles überladen, so wie sich das gehört. Das ist natürlich blöd. Ne? Am liebsten hätte ich hier ja auch ganz gerne Schutzanzüge, aber ja. Brauchen wir auch wieder Öl für. Aber zumindest haben wir hier Öl. Ne? Drei Kanister sind schon voll von den Vieren. Also da haben wir erstmal Rohöl erstmal auf Lager. Das könnten wir natürlich schon verarbeiten. Und da würde ich aber ganz gerne, ja, am liebsten hätte ich noch eine, irgendwie noch eine Erdgasschlot hätte ich ganz gerne nochmal überall.
So, und diesen Kalt-Slush-Geysir, den sollte ich auch nochmal anders nutzen. Aber auch das muss ich mir nochmal konkret in den Kommentaren nochmal durchlesen, was ich da konkret mit machen sollte. Machen wir auch alles noch. Ich habe noch so viel auf dem Plan. So viel. Wie schaut es überhaupt hier oben mit Erdgas aus? Der ist schon wieder durch, oder was? Nächste Aktivität. Okay, der ist auch schon wieder durch. Ja, es wird natürlich immer weniger. Die Maschine ist auch noch am Laufen. Hier ist alles voller Kohlendioxid. Kohlendioxid, das müssen wir mal irgendwie loswerden. Das müssen wir mal irgendwie entsorgen, den ganzen Krams. Ich gebe da mal ein bisschen Prio auf, damit sie vielleicht hier arbeiten können. Ich würde sonst vielleicht auch mal das Öl mal ein bisschen verarbeiten. Ich meine, ja, ich habe erstmal wichtigere Sachen normalerweise. Aber dann können wir in der Zwischenzeit schon mal das Gas hier wegpumpen. Weil ich glaube, das Sauergas, das scheint relativ leicht zu sein. Nicht so leicht wie verschmutzter Sauerstoff, aber ja, mal gucken. Vielleicht müssen wir die Pumpe noch ein bisschen weiter nach oben setzen. Aber hier war natürlich auch dann der Plan, nicht nur Sauergas, sondern vielleicht auch Kohlendioxid zum Beispiel wegzusaugen. So, einen Moment. So, dann hat die Nachbarin jetzt auch ihr Paket bekommen. So, deswegen war ich immer kurz in der Pause. So, Jungs und Mädels sind da. Wir wollten auf Sauergas filtern. Da. Also, dann filtern wir auf Sauergas. Und dann können wir das nachher umbauen. Hier würde ich ganz gerne eben die Leiter hinsetzen. Hier unten dann wieder die nächste Pumpe, damit wir das auch wieder wegfiltern können. Petroleum, guck mal, das ist natürlich interessant. Petroleum. Verschmutztes Wasser. Also hier ist alles noch verschmutztes Wasser. Petroleum würde ich natürlich ganz gerne erstmal woanders lagern. Wo wir Petroleum haben. Vielleicht haben wir auch mal ein Glück oder so, dass hier irgendwo ein Petroleum-Geysir oder sowas ist. Was heißt ein Geysir? So ein Vorkommen ist. Kriegen wir zwar durch die Verarbeitung auch raus, aber naja, gut, Petroleum. Schauen wir mal. Eingang, Ausgang. Jetzt fehlt noch einmal ein Stückchen Strom und dann können wir das hier wegpumpen. So. Komm mal, das Stückchen noch. Komm, das eine Stückchen noch. Das eine Stückchen Kabel, das kriegst du auch noch hin. Komm. Du schaffst es. Oder auch nicht. Kein Kabel verbunden. Ja! Komm, das eine Stück kriegt ihr noch hin. Das eine kleine Stückchen Kabel, das kriegt ihr doch noch hin. Vor dem Schlafen gehen, bitte. Da muss ich tatsächlich jetzt warten. Ach, guck mal hier. Ja, da haben wir uns natürlich wieder solche Zinken mit reingebaut, ne? Ja, aber das sind eben halt so Sachen. Das ist als Gelegenheits Oxygen Not Included Spieler ist das dann immer so eine Sache, sowas dann vernünftig zu fixen, was andere als selbstverständlich sehen. So, was ist mit meinen Nachtarbeitern? Würden die das hier unten vielleicht auch? Ja. Ja, sehr gut. So, dann können wir schon mal Sauergas mich wegpumpen. Ja, ich meine, der Tank wird auch ratzfatz voll sein. Was wird das voll sein? Ich mal ansatzweise, wenn wir das hier geklärt kriegen, bevor das hier voll ist. Achso, und hier brauchen wir natürlich auch nochmal Strom, weil das müssen wir ja auch mal wegpumpen. Sonst läuft das natürlich über, aber das wäre jetzt hier nicht so dramatisch. Das ist ja soweit verschlossen. Da kann ja eigentlich nichts passieren. Ich werde da auch mal die Tür mal versperren. Nicht, dass sie die aus Versehen aufmachen und das ganze Wasser dann wegläuft.
So. Ich muss nochmal gucken. Sauergas. Können wir das hier mal nachgucken? Methan. Also Sauergas. Flüssig ist es halt Methan. Sauergas ist ein Kohlenwasserstoffgas mit hohen Konzentrationen an Schwefelwasserstoff. Es ist ein Nebenprodukt von hocherhitztem Petroleum. Ah, okay. Das kommt so tatsächlich durch das Petroleum, was wir dort gerade gesehen hatten, diese paar Felder da. Nicht atmbares Gas. Kondensationspunkt ist 161 Grad Celsius. Da kondensiert das Ganze. Spezifische Wärmekapazität. Eigenschaft Gas, nicht atembar. Okay. Also kondensiert erst bei 161 Grad. Also flüssig wird es bei 161 Grad minus. Also bei minus 161 Grad. Methan. Also das müssen wir massiv runterkühlen, um daraus halt flüssiges Methan zu machen. Mhm. Okay. Frage ist, ob man so ein Sauergas nicht auch gut zum Kühlen nehmen könnte. Weil so ein Gas, wenn wir das natürlich durch die Basis schleusen würden, müsste es doch eigentlich auch gut runterkühlen, oder? Was gehen da für Gase durch? Na, Sauergas ist ja klar. Und Kohlendioxid wird natürlich jetzt rausgepumpt. Na, das zieht jetzt eher nach oben, weil natürlich das Sauergas so ein bisschen mehr gedrückt hat. Jetzt wird hier ein bisschen mehr Kohlendioxid kommen. Er ist natürlich jetzt wieder voll. Das heißt, wir müssen eigentlich noch einen zweiten bauen. Ich baue das ja einfach hier drunter. Das können wir sonst auch machen. Es war alles nicht so schön, aber nützt ja alles nichts. Wir müssen ja auch so ein bisschen zu Potte kommen. So, sonst mache ich da erstmal noch. Achso, ja gut, das geht natürlich nicht. So. Ja, weil natürlich jetzt Sauergas, das blockiert jetzt hier natürlich an der Stelle gerade ein bisschen. Müsste eigentlich das wieder hier oben hinbauen. Könnte ich natürlich trotzdem machen. Ich werde den mal deaktivieren. Und werde mal bei der Lüftung hier oben noch eine Pumpe hinsetzen. Zwar hier eine Pumpe hinsetzen, auch mit Stromanschluss alles, aber dann aktiviere ich eben halt eben immer nur eine Pumpe. Zack. Das klemmen wir da mal drauf. Dann deaktiviere ich das. Und dann können wir hier auch gleich nochmal Lüftung, Sauerstoff, das hier alles mal schön wegfiltern. Dann können wir die eigentlich schon abbauen. Weil hier haben wir eigentlich wenig Kohlendioxid und das lagern wir ansonsten ja auch. So, zerlegen. So, und dann setzen wir noch Tanks dahin. Lufttanks. Auch drei? Ach komm, wir machen drei. Was soll's? No risk. So, und dann packen wir das da rein. Das da rein. Für die zumindest. Ja. So, dann bauen wir es erstmal da rein. Dann haben wir erstmal drei Tanks für Sauergas und drei Tanks für den das restliche Gas erstmal zum Zwischentanken, damit wir das erstmal hier rauskriegen. Weil das ist nicht atembar, ne? Das ist genauso wie Kohlendioxid, nicht atembar und eigentlich sollen die hier nach unten durch. Und jetzt haben wir hier tatsächlich mal wieder zwischendurch immer mal verhungern wieder drin. So. Forschung 7, Suit Wearing plus 7, Reinigen, Kochen, Suit Wearing. Schneller meistern. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, bodenloser Magen, das gefällt mir schon nicht. Ich werde die mal abweisen. So. Und bitte hier vorne mal alles 7. Einmal komplett 7. So.
Wie gesagt, hier ist natürlich Mischgas drin, da ist alles Mögliche drin, Kohlendioxid und wahrscheinlich dann auch, naja, verschmutzter Sauerstoff. Ist ja erstmal nicht so schlimm, das werden wir ja sowieso durchfiltern. Müssen uns nur daran erinnern, dass da eben halt Mischgas drin ist, dass wir das nachher nochmal filtern. Was ist denn hier? Wasserstoff? Wie kommt hier Wasserstoff rein? Gut, es ist nicht so dramatisch, weil wir hier nur das Wasser nehmen. Ich meine, vorhin war ja kein Wasserstoff drin. Naja. Achievement. Erforschung abgeschlossen. So, was haben wir hier noch? Ich wollte noch, das war stand nämlich auch noch bei den Tipps mit bei, einfach auch mal wilde Pflanzen abernten. Das können wir natürlich gerne machen. Wo haben wir es denn? Ernte Pflanzen. So. Die ich abernte, da kommen sie nicht hin. Da kommen sie hin, da kommen sie hin. Hier kommen sie noch nicht hin. Werde ich aber auch mal als Ernten markieren, weil da können sie hinlatschen. Weil wenn sie hier mal so ein bisschen... Zack. Da sollten sie eigentlich rüberlaufen können, weil hier ist ein Stückchen Eis. Da schwappt das natürlich auch wieder schön runter, ne? Auch. Natürlich auch nicht so toll. Das Blei. Hier müssen wir auch nochmal ans Wasser ran. Hier müssen wir sowieso ans Wasser ran, weil das brauchen wir im Hauptwassertank. Hier müssen wir auch mal freilegen. Ah, wir müssen hier so viele. Hier war ja noch der Vulkan. Das war jetzt aber... Wir hatten noch auch einen Kupfervulkan hier irgendwo, ne? Das muss der hier sein. Das ist der Kupfervulkan? Ja. Also ich meine, gut, an Kupfer dürfte es uns theoretisch nicht mangeln. Aber auch da müssen wir natürlich erstmal so weit kommen, dass wir das heiße Kupfer auch verarbeiten können. Oder zumindest so dermaßen runterkühlen können, dass wir das auch eben halt nutzen können. Das wäre schon nicht verkehrt. Ja gut, hier fehlt... Sauerstoff fehlt hier. Ah, Mist. Dann müssen wir das hier nochmal ganz fix mal gebacken kriegen, damit wir hier mal weiterbauen können. Weiterbauen können, damit wir dann Wasser reinkriegen. Wir brauchen hier Wasser. Wasser, 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 Wasser. So. Ja, viele Kleinigkeiten momentan. Wir kennen ja die ganze Zeit. Es läuft die ganze Zeit immer so, dass wir immer so Kleinigkeiten haben. Immer so kleinere Probleme. Zwar Probleme, die ich mir zwar auch immer selber eingehandelt habe, aber naja, gut, wir müssen da ja, müssen sie ja dann trotzdem fixen. Das nützt ja alles nichts. Okay. Gut, jetzt ist sowieso gerade Nacht. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Und wie ich schon sagte, also es kann immer noch in nächster Zeit immer noch ein bisschen holprig laufen, was die Folgen angeht. Für alle Projekte grundsätzlich. Und ich sehe mal zu, dass ich dann in nächster Zeit ein bisschen mehr Zeit noch investiere, damit wir noch ein bisschen vorankommen. Hier vorankommen, dass ich hier mal so 2-3 Stunden spiele. Und dann präsentiere ich euch die Resultate, wenn das dann passt. Aber das wäre jetzt erstmal der aktuelle Zwischenstand zum heutigen Tage. Also wenn die Folge rauskommt am Donnerstag, denke ich mal, wird das noch der aktuelle Stand sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen und Included wieder. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.